Ja, und das mit Riesen Luxushaus? Ja, bei mir auch. Also Luxushaus heißt modern, mäßig, Cool. cool, bezaubernd, Elektrosachen. Elektrosachen. Viel. Alles ist elektrisch in meinem Haus. Bei mir auch. Toll. Ja. Und Dartscheibenraum gibt's auch. Ich mache jetzt weiter. Tschüss. Dann irgendwo die Entscheidung da. Spätestens als ich diese Wohnung angeboten bekommen habe, wusste ich, dass die Vernunft siegen muss und dass ich eigentlich auch nicht bereit bin in eine zu kleine Wohnung. Ich habe ja auch zwei Kinder, wir sind zu dritt, also dadurch brauchen wir im Grunde genommen auch schon eine gewisse Größe, zu beengt zu leben, weil es auch ein wahnsinniger Verlust an Lebensqualität ist. Wir mussten wirklich genau abwägen, okay, was wollen wir? Wollen wir eine Wohnung haben, wo wir uns halbwegs wohlfühlen und mehr Platz haben, wollen wir dafür mehr ausgeben? Ja, als Student habe ich halt noch WGs gesucht. Da war ich mich damit zufrieden gegeben, dass ich halt ein kleines Zimmer habe in einer WG, wo man sich halt dann die Gesamtmiete teilt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man darüber nachdenken muss, dass man halt eine Familie gründet, wo man seinen Rückzugsraum braucht, seine Privatsphäre, wo man seinem Kind quasi auch was bieten will, da geht es halt dann einfach nicht mehr. Da braucht man einfach seinen eigenen Lebensraum. Vorher mit dem Vater meiner Kinder, wir haben gemeinsam zu viert in der Wohnung gelebt. Und es war dann so, dass zum Glück eben der Papa meiner Kinder eben auch gesagt hat, dass er selber eine Wohnung suchen wird im Zuge der Trennung, weil es für mich extrem schwierig gewesen wäre, eine Wohnung zu finden. Und und bin quasi da jetzt geblieben. Übernehme jetzt natürlich alleine die Mietkosten, bin immer wieder mehr auf der Suche nach einer billigeren Wohnung oder anderen Wohnmöglichkeiten. Ist schwierig. Ich habe angefangen als eine Au-pair-Mädchen zu arbeiten mit einer sehr netten Familie aus Deutschland hier in Salzburg. Und bei dieser Familie habe ich 2 Jahre gelebt. 2 Jahre und dann habe ich versucht, alleine zu wohnen. Dann natürlich Salzburger Altstadt, auch sehr zentral, aber nicht genau bei den Touristenfahrten, sondern so Andreeviertel, das wären schon Orte, wo ich gerne leben würde. Jetzt auch keine überzogenen Ansprüche, aber ich brauche einfach diese visuelle Freiheit und ich kann zum Beispiel nicht in so einen Hinterhof schauen, wo nichts ist. Das wird mich total belasten, das geht nicht. Beim Wohnen ist mir wichtig, dass jedes Kind ein Zimmer hat. Was mir auch noch wichtig ist, ist, dass man ein bisschen einen Raum hat, wo man sich auch ein bisschen einmal ausweichen kann als Familie. Dass es nicht so anonym ist. Dass man einfach weiß, wer wohnt in dem Haus und dass, wenn irgendwas einmal ist, dass man sich gegenseitig nachbarschaftlich aushilft. Ich will nicht aufbewahrt werden, wie in einem Schuhkarton oder in übereinander gestapelten Schuhkartons. Ich würde gerne im Endeffekt am Rand der Stadt irgendwo wohnen, wo ich halt einfach meine 2,5 Zimmer habe, wo ich halt mit meiner Freundin ein Zimmer habe, wo ich schlafen kann, einen gemeinsamen Wohnraum habe, wo ich halt ein Sofa habe und Essen und Küche vielleicht daneben. Und genau, und wenn dann das Kind quasi da ist, dass das halt auch seinen eigenen Raum hat, dass ich halt jetzt nicht, dass wir halt nicht ständig aufeinander hocken. Es sollte mindestens eine 3-Zimmer-Wohnung sein. 4-Zimmer-Wohnung wäre natürlich super, weil dann könnten die Kinder mal ein eigenes Zimmer haben. Mein Traum vom Wohnen wäre, in einem Haus zu wohnen mit wenig Parteien. Also das so vom Sozialen, dann von der Lage her natürlich verkehrsberuhigt. Ich würde den Kindern ein eigenes Zimmer wünschen, sodass ich auch ein eigenes Schlafzimmer noch haben kann. Unbedingt wichtig beim Wohnen, dass es einfach leistbarer wird. Also das ist für mich schon so das Allerwichtigste, dass man nicht jedes Monat sieht, dass eben mehr wie die Hälfte vom Einkommen oder fast das ganze Einkommen jetzt in meinem Fall fürs Wohnen aufgeht. Leistbar und Platz, das wären so ganz 2 wichtige Prinzipien zum Wohnen.
Genau. Also für wichtig es wäre auch, dass du eine gute Nachbarschaft hast, eine gute Beziehung mit dem Nachbarn hat. Also gute Kommunikation würde sehr wichtig sein. Meist bleiben die Wohnungen übrig, die keiner mehr will. Und die haben dann auch meist irgendetwas. Die Wohnungen, die ich, also 1, 2 kann ich gerade nur so zahlen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, in Salzburg habe ich so eine Wohnung in der Gegend, wo ich gerne gewohnt hätte, gar nicht mehr bekommen. Sobald es schön wird, wird es auch richtig teuer. Und das geht gar nicht mehr. Man kann nicht quasi ein ganzes Gehalt für die Wohnung ausgeben oder fast die ganze, das geht nicht. Also mit einem normalen Gehalt kann man zunehmend keine Wohnung mehr sich leisten. Muss ich das sagen? Ja, ich sag's ungern, aber ich sag's, also wir zahlen da 1450 Euro im Monat. Es ist, mein Monatsgehalt ist weg. Ja, ich arbeite halt für die Miete. Also ich habe zurzeit zur Verfügung 1100, vielleicht 1200 Euro brutto. Und da jetzt eine Wohnung für 650 Euro zu mieten, ist halt eigentlich viel zu viel. Aber ich meine, wenn man jetzt 2,5 Personen mitrechnet, dann ist das einfach eine Einzimmerwohnung zu klein. Und für mich gab es jetzt quasi in Salzburg-Stadt keine Möglichkeit. Es geht sich gerade und gerade aus. Billiger wäre super. Ja. Das ist jetzt natürlich die absolute Obergrenze. Ich habe aber jetzt am privaten Wohnungsmarkt noch nichts Billigeres gefunden. 2040 habe ich immer eine Garçonnière gesucht, eine kleine Wohnung, wo ich mit meiner Freundin teilen kann. Aber es war schwer zu finden, weil die Preise sind sehr hoch. Es ist auch sehr schön zu wohnen hier, ist aber teuer. Oder gibt es, entweder sind die Häuser da leer, die wohnen 1, 2 Personen, damit Nachbarn leben ein paar Leute, aber die Häuser sind sehr groß. 7 Jahre bin ich hier. Innerhalb von 7 Jahren habe ich bis jetzt in 6 Plätze gewohnt. Die Stadt Salzburg ist berühmt dafür, dass die Wohnungspreise steigen und steigen und dass es grundsätzlich einen großen Mangel an leistbaren Wohnungen gibt. Mhm. Wie ist deine Erfahrung? Ja, es ist tatsächlich so, dass uns die vielen letzten Jahre die Wohnpreise davon galoppieren in Salzburg. Also die Lohnniveaus, die wir haben, die kommen mit den Wohnkosten in Salzburg, die passen nicht mehr zusammen. Je größer die Familien, umso mehr rücken sie zusammen, um diese hohen Wohnkosten zu kompensieren und Wohnen möglich zu machen. Wenn ich hier beurteile, wie sich der Wohnungsmarkt darstellt, er stellt sich katastrophal dar. Wenn ein junger Mensch sagt, ich hätte gerne ein zweites Zimmer, wo ich meine Freunde treffen kann und in einem schlafe ich, dann muss er 750 bis 800 Euro in die Hand nehmen. Und das können sich auch junge Menschen, die Erstverdiener sind, nicht leisten. Das ist auch so viel zum Thema Wohnungsnot generell für viele Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt. Wir können auch sagen, die Wohnungsnot hat die Mittelschicht erreicht. Mhm. Über eine Kollegin habe ich es gefunden, also privat vermittelt. Also nicht über einen Makler, nicht über die Zeitung, wie gesagt, Zeitung. Und über Makler war einfach zu teuer. Also geht dann nicht mehr, also nicht mit einem normalen Gehalt und das geht nicht mehr. Also ich habe dann angerufen und gesagt, die Wohnung ist schön, die ist toll, und aber sie ist um 100 Euro zu teuer. Da war dann der Eigentümer total irritiert. Wenn es bei Ihnen um 100 Euro geht im Monat, woher soll ich dann wissen, wie Sie mir regelmäßig die Miete zahlen können? Ja, ich habe bei insgesamt 4 Maklern angerufen und genau, habe dann halt angefragt, ob die eine Wohnung für 2 Menschen haben. Da habe ich noch gar nicht gesagt, dass es einen zukünftigen Dritten gibt quasi. Und die haben mir dann recht schnell gesagt, dass es halt in dem Preisspektrum, das ich bereit bin oder das ich zahlen kann, quasi nichts gibt. Ich schaue immer auf, im Internet,
die Inserate durch von den Zeitungen und mittlerweile auch mit Mundpropaganda und dass ich einfach auch aktiv irgendwie meine Suche kundtue und jedem davon erzähle und irgendwie in der Hoffnung, dass sie auch über private Ecken dann was ergibt. Wir suchen immer und diese Homepage vom Bild haben. Wir suchen auch über Facebook. Über Facebook oder über die Homepage von der Universität Salzburg und über Freunde dann. Das Wohnungsamt der Stadt Salzburg hat die Vergaberechte für circa 9000 Wohnungen, 8600, 9000 Wohnungen. Es kommen jedes Jahr ein paar mehr dazu, weil die gemeinnützigen Bauträger, die bauen circa 700 Wohnungen pro Jahr und davon sind rund 300, 320, je nachdem, geförderte Mietwohnungen. Ihre Voraussetzungen für einen Antrag beim Wohnungsamt ist einmal, dass man förderungswürdig im Sinne des Salzburger Wohnbauförderungsgesetzes ist, dass eine Residenzpflicht von 3 Jahren erfüllt ist. Das heißt, dass man mindestens 3 Jahre vor Antragstellung in der Stadt Salzburg hauptwohnsitzig gemeldet war oder in der Stadt Salzburg 3 Jahre gearbeitet hat. Dann natürlich der Aufenthaltstitel ist auch wichtig, dass man einen unbefristeten Aufenthalt hat. Die Stadt Salzburg, also wir vergeben Wohnungen, die ja schon besetzt sind. Wir haben Bestandswohnungen, die uns von den Bauträgern freigemeldet werden, von den Genossenschaften. Aber wir wissen natürlich nicht, wann diese Wohnungen genau frei werden. Und darum, wenn jeder wissen möchte, wann ist es soweit oder zumindest ungefähr. Aber das wissen wir natürlich nicht. Und je größer die Wohnungen werden, umso schwerer tun wir uns. Also was wir haben, sind 4 Zimmerwohnungen, die wir reinbekommen. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 2 5-Zimmerwohnungen vergeben. Und größer sowieso nicht. Und bei den 4-Zimmerwohnungen waren es knapp 50, 60, die wir vergeben haben letzten Jahres. Und da habe ich aber eine Warteliste von mindestens 250 drauf. Man dauert es einfach irrsinnig lang. Leider, leider. Also da können wir wirklich nichts machen. Ich habe es ja auch versucht. Ich habe mir auch einige Wohnungen angesehen und sie wurden gefühlt immer kleiner und immer teurer. So haben wir die Wohnung gekriegt. Halt mit ehrlichen Ansagen. Aber mir ist bewusst, dass man das halt, ja, dass man da Pech auch haben kann. Genau, und das war halt dann super schwierig. Also im Endeffekt kam es dann auch nie dazu, dass ich wirklich zu einem Makler gehen konnte und mich mit dem persönlich unterhalten, weil die gesagt haben, informier dich online, es steht eh alles online drin und dann kannst du schauen, ob was für dich in Frage kommt. Weil die Makler in der Regel halt Leute, die auf Zuschüsse angewiesen sind, benachteiligen. Also die halt diese Leute halt als einkommensschwach einstufen und deswegen als schwer vermittelbar und schwer haltbar. Und deswegen hab ich das auch gar nicht gesagt, obwohl ich wahrscheinlich darauf angewiesen wäre, da Zuzahlungen zu haben, einfach weil mein Einkommen so gering ist. Ich habe mich nämlich auch schon mal erkundigt und also man kriegt halt keine Förderung. Es ist einfach nicht möglich, dass man irgendeinen finanziellen Zuschuss bekommt, weil der Quadratmeterpreis einfach zu hoch ist und es aber de facto keine Wohnungen gibt in Salzburg, die einen Quadratmeterpreis von, glaube ich, 7,50 Euro oder was der Satz ist, haben. Und dann kriegt man einfach keine Förderung fürs Wohnen und das finde ich extrem schwierig. So wie ich damals auf der Wohnungssuche war im Zuge der Trennung, da habe ich mir mehrere Wohnungen immer angeschaut und auch Maklerwohnungen, also sind ja hauptsächlich Maklerwohnungen, die man im Internet findet und da habe ich mehrmals auch die Auskunft erhalten, dass ich als Alleinerziehende wahrscheinlich nicht so zahlungsfähig bin und dass das da, ja, so quasi, dass ich da nicht so vertrauenswürdig bin und ich habe mir einige Wohnungen erst gar nicht anschauen dürfen, weil ich gesagt habe, ich bin alleinerziehend. Das hat mich selber irgendwie schockiert. Das macht auch was mit einem selber. Wenn man das so gesagt bekommt, ist zwar nichts Persönliches, aber mit ihrer Einkommenssituation kann man keinen Besichtigungstermin vergeben. Ich habe versucht, das zusammen zu schaffen, dass eine Wohnung für 2 oder 3 Leute,
Aber es war für uns auch zu viel und wir wollten, also keiner hat sich getraut, 2000 Euro Provision zu zahlen oder Kaution. Ich zahle einfach extrem viel Miete oder das Hauptsächliche geht eben für die Mietkosten aus. Auf und ja, ich würde einfach mal so Informationen haben zu Möglichkeiten, dass man was da gibt. Okay. Kriegen Sie Wohnbeihilfe auf der Wohnung? Ist das? Nein, weil der Quadratmeterpreis zu hoch ist. Okay. Ein Klassiker, da ja, gibt es genau. Halt einfach die Probleme, dass man die gewissen Richtsätze einhalten muss, damit man zu einem Geld kommt, genau. Damit Wohnungen günstiger werden. Ja. Wollen vermutlich vom Einkommen genau in diese Einkommensgrenze hinein, wo es ganz schwierig ist, wirklich Förderungen zu bekommen. Alles, was so zwischen 900 bis 1200 Euro ist, ist ganz schlecht. Weil drüber kommt man schon wieder halbwegs über die Runden. Ja. Alles, was drunter ist, wird gefördert. Und in diesem Bereich, da gibt es halt dieses große Manko, dass man überall ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Und dann ist es dann, wie ich immer sage, fürs Leben ein bisschen zu wenig und fürs Sterben ist aber zu viel. Ich meine, das ist guter Mittelstand, ja, dass da schon so geknappert wird. Eben. Und dass da so viel vom Haushaltseinkommen fürs Wohnen drauf geht, das ist einfach traurig. Es wird wirklich viel versucht seitens der Gemeinnützigen und auch vom Wohnungsamt. Der Leerstand ist bekannt. Ja. Man weiß, man hat noch keine Idee, wie man an den Leerstand rankommt. Solange mit Wohnungen Geld verdient wird, auch wenn sie leer stehen, ja, weil sie einfach ein besseres Sparbuch sind, Sprichwort Betongold, wird das vermutlich so bleiben. Ja. Also die ultimative Lösung, wie man das macht, wie man an die Wohnungen rankommt, dass die vermietet werden, das weiß ich auch nicht. War dann irgendwann die Entscheidung da. Spätestens als ich diese Wohnung angeboten bekommen habe, wusste ich, dass die Vernunft siegen muss. Dann habe ich mich für Freilassing entschieden. Aber trotzdem wäre es mir anders lieber gewesen. Zentral in einer Umgebung, die ich attraktiv finde, wo die Freunde von mir leben. Und haben dafür beispielsweise in Kauf genommen, dass wir uns kein Auto mehr leisten können. Das ist eine Tatsache. Man wurstelt halt so dahin und schaut halt, dass man den Kindern halt alles auf dem Weg mitgibt, was man braucht. Und ja, wie gesagt, ich gehe halt echt das ganze Monat arbeiten für die Miete. Es ist ganz klar, dass wenn ich in Pension gehe und mein Partner in Pension geht und die Kinder mal draußen sind, dann ist mir das sonnenklar, dass wir diese Wohnung nicht halten können, weil dann geht die Schere, die Einkommensschere derartig auf. Ja. Das heißt, wir müssen uns wirklich dann irgendwie gemeinnützigen Wohnbau wenden und halt da irgendwie schauen, dass man da eine Wohnung mitnimmt. Das wird dann so sein. Ja, ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht zu viel Geld hat, irgendwie mit dem Geld zurechtzukommen. Wenn man sagt, es gibt keine billigeren Wohnungen als 850 Euro, weiß ich nicht, wie man da jetzt überhaupt noch so einen Luxus haben soll, wie jetzt ein Auto oder mal in Urlaub fahren oder sonst irgendwas, wenn man im Endeffekt schon zwei Drittel von seinem Gehalt an die Miete wegzahlen muss, wie soll man dann überhaupt sonst über die Bühne kommen? So. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 1200 Euro und muss zwei Leute damit ernähren und das zwar aus dem Supermarkt und ich will halt nicht nur Billigprodukte, sondern ich will auch was Grünes, ich will Bio kaufen, dann kann ich mir das eigentlich nicht leisten. Es ist wirtschaftlich extrem knapp. Es ist ja wirklich so, dass man jedes Monat die Rechnungen irgendwie zusammensammelt und sie denkt, eigentlich kann es jetzt gar nicht ausgehen. Man wurschtelt immer so dahin und was Gröberes darf nicht daherkommen, unerwartete Zahlungen. Aber ich glaube, gemeinsam mit einer guten Freundin oder einem guten Partner kann man so eine schöne Wohnung finden. Kann man schon was suchen, weil alleine ist man zu viel, zu teuer und wenn man keinen Vollzeitjob hat momentan, dann geht das nicht. Was ich von der Seele her gerne machen würde, wäre dieses Bauernhaus auf halber Höhe, so 400, 500 Meter mit dem schönen Blick in die Berge, auf Salzburg. Mein Traum, und das war immer schon ein Traum von mir, ist, würde mir wahnsinnig gern
einen alten Vierkantbauernhof kaufen, den würde ich gern renovieren, restaurieren. Also in meiner Fantasie habe ich das schon mal ziemlich ausgeschmückt, aber ich weiß, das ist halt unrealistisch, aber träumen muss man. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde gerne im Endeffekt am Rand der Stadt irgendwo wohnen. Ja, dass ich so merke, so, na, alle schaffen sich so das Eigenheim. Und dann kommt man schon vor, es ist so ein bisschen so ein Aushängeschild. Ja. Wenn ich jetzt eine Traumwohnung haben könnte, dann werde ich dann, ich meine, Traum, träumen kann man ja, einfach eine Wohnung kaufen und die Sicherheit zu haben. Eine Wohnung zu kaufen hier, dann ist nur ein Traum. Zufällig. Also man hört hin und wieder von Freunden, Verwandten, hört man hin und wieder, dass es doch Zufälle gibt und manche finden eine Wohnung, die günstig ist und die toll ist und die wirklich auch nicht günstig, also leistbar ist. Ja, und jetzt zeige ich euch mal mein unsichtbares Traumhaus, wo alles unsichtbar ist. Hier, bitte, mein unsichtbares Traumhaus. Sieht man das? Nicht schön.